Willkommen, Freunde, zum weiteren Part Pokémon Gold. Und ich habe ja immer noch in dem Gespräch mit dir. So, badam, badam, badam. Die Sache ist die. Mein Team sieht total für einen Eimer aus. Mein Galopper ist fast tot. Ich muss eine Top-Genesung benutzen. Nicht für Bluebella, verdammt. Ach. Shit happens. Ein Tafelwasser für... nee, das war ja schon gut. War ja eigentlich für Bluebella gedacht, damit ich das... Ja, es ist heilen tue. Naja, machen wir es hier. Galopper eben. Wupp. Und wupp. Gut. Ich speichere jetzt nochmal. Warum? Gut. Und jetzt wartet der Champ auf uns. Der seine Eröffnung mit einem Gyarados anstrebt, soweit ich das weiß. Und das jetzt wirklich das härteste vom härtesten wird. Ich weiß nämlich nicht, was ich gegen das Gyarados einsetzen soll. Ich tendiere aber jetzt mal einfach zu Bluebella. Ich versuch's. Ich habe dich erwartet, Ray. Ich wusste, dass du auftauchen würdest, denn ja. Der Champ der Pokémon-Liga, Siegfried, Drachenmeister. Ich nehme deine Herausforderung an. Dun, 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 dun. Zumindest ist die Musik geil. Gyarados. Schlafpuder. Ja, mach du deinen Regentanz, um deine Wasserattacken zu verstärken. Ich mache ein Schlafpuder. Jetzt mach ich eine Matschbombe. Ich will mich nicht in den Blättertanz-Modus erstmal kommen. Außerdem hat Gyarados weniger normale Defense als Spitz-Defense. Okay, ich mach doch lieber Blättertanz. Come on, Bluebella, hau ihn weg. Okay, das wird nix. Oder das, außer ich habe eine Dreifachrunde mit Blättertanz. Auf, komm. Es regnet immer noch. Gyarados ist aufgewacht. Gyarados macht einen extremen Angriff auf Bluebella. Bluebella steckt ihn aber noch halbwegs gut weg. Bombs. Gut, Gyarados ist weg. 1-0. So, was soll der gegen Aerodactyl spielen? Ich sag mal, ich switch zu Impregnator. Gegen Bluebella spielen Aerodactyl oder ist das Glurak, wenn er hat? Ich weiß es nicht mehr, was er noch alles hat. Das war aber eher ein Dragoran. Meine Wahl war trotzdem in dem Punkt nicht falsch. So, wie gefällt dir deine Doppelschwäche? Hm? Und die überlebst du auch noch. Ja, genau, spam den Hyperstrahl. Gut. Und zu wem wechsle ich jetzt? Was könnte er gegen Wasser-Pokémon in der Hand haben? Also ich sag mal... Ich sag Professor Schgaloppa, oder? Professor Schgaloppa. Ein zweites Dragoran. Gut. Fixieren wir dich erstmal. Paralysierst eh wieder.
Ich wünsche viel Spaß mit deiner Paralyse. So, ich hab Genesung. Heilen wir erstmal den Kleinen hier. So. Windhose. Eine sehr, sehr schwache Attacke. Aber da du ja einen Volltreffer machst, weil der Computer es sich ja vorher ausgerechnet hat, ist das eben stärker. Gut. Eisenschweif. Autsch. Verdammt. Mike. Hoffe einfach nur, dass das Vieh kein Surfer kann. Nein, kein Windhose. Musst du jetzt wieder Volltreffer, weil du das einsetzt, oder? Gut. Versuchen wir unser Glück. Ein Hyperstrahl. Gegen Mike. Das war eigentlich klar, dass Mike das überlebt. Gut, noch ein Treffer und du hast ihn, Mike. Komm. Bitte. Komm. Mike, jetzt auf. Saubere Arbeit. Ich muss Mike aber auswechseln. Gut, ich schicke Imperator rein. Aerodactyl. Okay. War meine Wahl halbwegs zutreffend. Flügelschlag. Naja, geht. Defensive ist gut von mir. Volltreffer. Lucky Day, wa? Come on. Machen wir Eishieb. Okay. Du willst also unbedingt meinen Impergator tot sehen. Gut. René. Du Schild. Jetzt mach ich aus deinem Essen Schild. So. Du willst meinen Impergator tot sehen. Das könnte doch so passen, wa? Jetzt kannst du knicken. Keiner wird hier jetzt. Es ist in deinem Zug hier blöd dastehen. Gut. Ja, Mike, du übernimmst jetzt mal. Ich hoffe, du kannst jetzt mal kurz nochmal Schutzschild spielen. Denn. Da will noch jemand geheilt werden. Denn ich könnte vielleicht den Schlafbruder noch gebrauchen. Na, war doch klar, Mike, dass du den lockerlässig wegsteckst. So. Ah, cool. Ausgangsposition wie vorhin auch. Mal sehen, ob Mike trifft. Okay. Das passt. Level 42. Versucht, Kratzfurie zu erlernen. Kann er mich schneller als 4 Attacken erlernen? Soll der Attacke sonst von Kratzfurie vergessen werden? Nein. Soll nicht erlernen. Zwei Pokémon hast du noch, okay. Ich tendiere zum Wechsel. Gut, ich schau Jet Li raus erstmal. Glurak. So.
Mal sehen, was Glurak hauen tut. Flammenwurf. Schmerzhafte Aktion. Ich hoffe, ich überlebe ein. Mir ist das zwei Stück. Nein. Gut. Verabschieden wir uns einfach mal. Gute Arbeit, Jet Li. Den Rest übernehmen wir. Aha. Vor allem wir. Einen Flammenwurf kannst du getrost sonst wohin stecken, Glurak. Und tot. Ich bin, sag einfach, dass du tot bist. Fertig aus. So. Und noch ein Level Up. Bingo. So. Ich tendiere, jetzt kommt dein letztes Dragoran. Ja, sein Level 50er, wa? Gut. Autsch. Okay, sollst du von mir aus deinen Wutanfall machen? Finish! Okay, meine Taktik war eigentlich anders da, dass ich jetzt Impregator im nächsten Zug draufgehen lasse, Blubella einwechsel, Blubella diese Attacke überlebt und Schlafpuder kommt. Aber so geht's auch. Bin ich wütend, dass ich verloren habe? Ich bin glücklich. Ich bin auf Schick. Ja, schon erleben durfte. Wow. Du bist sehr stark geworden, Ray. Mhm. Oh nein, es ist alles vorbei. Versuche ich, wenn sie nicht zu langsam gewesen hast. Ja. Oh, Ray. Schon lange her. Du siehst erwachsen aus. Naja, wenn man auf die Spielstunden guckt. Wir haben uns vor fast drei Tagen gesehen. Glückwunsch. Ein Interview mit dem neuen Champ. Das ist mir alles ein wenig zu laut. Komm mit mir. Ja. Moment. Wir haben das Interview fast vergessen. Oh je. Reporter. Paparazzi. Siegfried, ich verlange nicht mehr hier, ja. Vor allem, weil ich das den Namen sage, bevor ich spreche. Gut. Mhm. Übertrauene Pokémon. Folgt Ausdauer, Geschlossenheit. Basiert, ja. Zeichnet Kongröße verdient. Ja. Los, trinken wir ein. Speichern. Blubella! Mike Gamer! Jet Li! Galoppa! Kleiner! René, du S. Und da ist der Trainer, Ray. Naja, Bewertung. Ja, ich kann mit Pokébällen umgehen. So, das machen wir mal ganz schnell. Gut, damit würde ich sagen, haben wir das jetzt erstmal abgeschlossen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.